Ja, in diesem Video unterhalten wir uns über Algorithmen. Ein Algorithmus ist ein Verfahren, das sehr präzise ist, aus mehreren Schritten besteht und mit dem man ein bestimmtes Problem lösen kann. Das heißt, wir möchten beispielsweise etwas errechnen wie die Hypotenuse. Wir definieren uns alle nötigen Schritte ganz präzise, sodass sie später ganz einfach in einer Programmiersprache formuliert werden können. Man macht sich also vorher Gedanken über den genauen Lösungsweg, sodass man ihn später nur noch in eine andere Sprache, wie beispielsweise eben Java, übersetzen muss. Aber es ist im Prinzip auch sehr, sehr einfach, dass man das dann später mit C#, mit Python und so weiter umsetzt. Das heißt, die Schwierigkeit steckt wirklich in der Formulierung des Algorithmus. Ein Algorithmus besteht aus genau drei Teilen, einen Namen, aus Parametern, das sind eben Eingangs- und Ausgangswerte und einer Folge von Schritten. Wir sehen auf der rechten Seite ein Beispiel für den Algorithmus Summiere Zahlen. Der Algorithmus besteht genau aus drei Schritten, eigentlich sind es fünf Schritte, nämlich aus Setze Sum auf 0, setze Zahl auf 1, dann wiederhole Schritt 3, das ist der dritte Schritt, solange Zahl kleiner gleich Max. Und das bezieht sich jetzt eben auf diese Subschritte 3.1 und 3.2, nämlich setze Sum auf Sum plus Zahl und setze Zahl auf Zahl plus 1. Also das schaut zunächst sehr, sehr kompliziert aus, aber wir sehen, dass es sich hier bei Schritt 3 um eine Wiederholung handelt. Also es wird zuerst überprüft, ob Zahl kleiner gleich Max, und wenn das zutrifft, wird 3.1 und 3.2 ausgeführt und dann wird wieder überprüft, ob Zahl kleiner gleich Max, und sollte das noch immer zutreffen, werden die Schritte nochmals ausgeführt. Falls nicht, dann wird der Algorithmus hier an dieser Stelle abgebrochen. Also das heißt, es handelt sich hier um eine Wiederholung, eine sogenannte Schleife, die so lange läuft, bis die Zahl größer als Max ist. Die Frage ist, was macht der Algorithmus nun wirklich? Wir sehen im Namen, er summiert Zahlen. Welche Zahlen? Naja, die ganzen Zahlen von 0 bis zum Maximum, das wir angegeben haben als Eingangswert. Um das Ganze aber etwas besser zu verstehen, kann man einen sogenannten Schreibtischtest durchführen. Und das empfiehlt sich auch oft bei Programmen oder bei komplizierteren Teilen von Programmen, wo man algorithmisch überprüfen will, ob das wirklich stimmt oder wie der Ablauf genau funktioniert. Beim Schreibtischtest schreibt man einfach die Variablen in Spalten und deren Werte nacheinander in Zeilen. Zum Beispiel starten wir hier mit Max gleich 1. Wir setzen dann Sum auf 0 und Zahl auf 1, wie das in den ersten beiden Schritten definiert ist. Wir überprüfen jetzt, ob Zahl kleiner gleich Max, was in dem Fall gegeben ist, weil 1 noch kleiner gleich 1, also das ist noch immer gültig. Und das heißt, wir gehen jetzt in diese Teilschritte. Setzen Sum auf den Wert von Sum plus Zahl, also auf 1, und erhöhen Zahl auf 2. Dann gehen wir wieder zu Schritt 3, zum sogenannten Schleifenkopf, und überprüfen, ob Zahl noch immer kleiner gleich Max, was jetzt nicht mehr zutrifft, weil 2 nicht mehr kleiner gleich 1 ist. Dadurch wird der Algorithmus beendet und die Summe Sum zurückgegeben. Das war ein relativ einfaches Beispiel. Man kann sich jetzt vorstellen, dass das etwas komplizierter wird, wenn wir nicht mit Max gleich 1, sondern eben mit Max gleich 5 starten. Und das sieht man dann bei dem rechten Schreibtischtest, den Sie sich am besten auch selbst nochmal genau durchsehen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen.